Na gut, wir haben jetzt uns einigermaßen hochgeheilt. Wir haben genug Astralenergie. Können wir uns noch irgendwie vorbereiten? Also wir haben keine Kräuter, mit denen wir uns aufputschen könnten. Wir könnten dafür sorgen, dass die Leute die richtigen Sachen in der Hand haben, zum Beispiel. Soweit, so gut. Nee, sonst sehe ich nichts, was wir machen könnten. Wir haben hier noch einen starken Heiltrank. Wer sollte den denn bekommen? Geben wir den mal Tirik, denn bei den anderen macht es eigentlich keinen Sinn. Denn der Trank heilt wahrscheinlich auch 30 Lebenspunkte. Und die Leute haben nur 30. Und wenn sie 0 haben, können sie es nicht trinken. Also wenn er dann down ist und es trinkt, dann wird das auch wirklich voll ausgenutzt. Außerdem versuchen wir es so hinzubekommen, dass er wieder vorläuft und alle auf ihn einprügeln. So, Rüstungsschutz hat er 5. 5. Er hat 6. Wieso hat er 6? Wahrscheinlich wegen der Lederrüstung. Da tauschen wir doch mal. Okay, andersrum. Du nimmst zuerst seine. Noch anders. Du gibst ihr. Irgendwie haben wir es echt mit dem Gewicht. Ich will eigentlich nur die Rüstung tauschen. Na gut, muss Talana herhalten. Die hat meistens genug Platz. Wenn du jetzt auch meckerst, ist vorbei. Nö, dann halt nicht. So, Schloss knacken. Und hoffen, dass es diesmal weniger sind. Oh, ich habe Zauber ganz vergessen. Was haben wir noch da an Zaubern? Antimagie wird uns nicht helfen. Beherrschung. Wir könnten versuchen, gleich was zu sprechen. Das machen wir aber anders. Wir gucken uns hier die Zauberfertigkeiten an. Wir haben. Was? Horiphobos. Das ist auch ein schöner Zauber. Dadurch kämpfen die Gegner gar nicht mehr. Aber da hat sie 0 drin. Allgemein ist Beherrschung bei ihr noch nicht so hoch. Obwohl es später ein bisschen höher werden soll. Die Elfen dürften Band und Fessel haben. Und Ban Baladin. Ja, sogar recht hoch. 4 und 4. Ban Baladin, dein Freund, ich bin. Dadurch werden eigentlich Gegner harmlos, also greifen wir ihn nicht mehr an. Ich glaube, hier von der Spielmechanik her war es so, dass sie einfach aus dem Spiel entfernt werden, was ja recht mächtig ist. Das könnten wir gleich mal probieren. Was hat Talana sonst noch? Acceleratus haben die Elfen auch noch nicht besonders hoch, doch Mürrim hat Acceleratus. Dadurch kriegt sie aber nur mehr Bewegungspunkte. Oder das Ziel mehr Bewegungspunkte. Ich benutze lieber die Astralenergie für direkten Schaden. Und sonst hätten wir noch. Hier fehlt eine Seite. Mehr Zauber. Verwandlung. Wir könnten noch Attribute erhöhen, aber das erste nicht so hoch und ein Punkt in einem Attribut bringt nicht besonders viel. Nee, so viel bringt das nicht. Aber wir können gleich mal beim Baladin probieren. Erstmal rein da und staunen. Ah, wir dürfen anfangen. Sehr schön. Dann kann Tirik gleich vorlaufen, alle an sich binden. Und wie viel haben wir jetzt? Wir haben 2, 5, 6. Das sind weniger als vorher, oder? Oder vielleicht rede ich mir das nur ein. Okay, Tirik vor. So. Wo musst du stehen, um den da zu treffen? Da. Zaub. Achso, kann ich zaubern. Ja, okay, dann schieß halt auf ihn. Schöner Treffer. So, Gwendin kann ruhig den angreifen. Auch ruhig aggressiv, denn Girogon müsste gleich von der Seite zur Unterstützung kommen. Ah, und jemand geht auf die Elfe los. Okay, aber er ist jetzt im Kreuzfeuer von der Elfe und von Talana. Der dürfte gleich ganz schnell runtergehen. Du gehst. Nicht neben Gwendolyn. Was machst du dabei, Gwendolyn? Du sollst neben den Räuber gehen. So. Abwarten. Jalen, du gehst mal dahin. Schießt einmal auf den. Und in der nächsten Runde probierst du dann Band und Fessel. Oder Band Baladin, da weiß ich noch nicht. So. Du zaubern. Kampf. Fulminictus. Auf den.
12, sehr schön. Jallen ist dran. Also, Zaubern, Beherrschung. Du hast Band und Fessel minus 4, das machst du nicht. Baladin. Ich weiß aber nicht, ob man dafür nah dran stehen muss oder nicht. Ja, braucht Körperkontakt. Wir könnten da jetzt ranlaufen, aber das dauert 2 Runden, bis wir dran sind. Und dann müssen wir noch mal eine Runde warten, weil uns ein Bewegungspunkt fehlt, um den Zauber zu sprechen. Also nee, hauen wir weiter unsere Fulminictus raus. Wir sollten nicht den gleichen Fehler machen wie im letzten Kampf. Wir sollten schön unseren Schaden fokussieren. Also er kriegt von den beiden hier die Fulminicten rein. Und dürfte recht schnell down gehen. Der wird von Gwen und Gerogon niedergeprügelt. Und einer von denen hat schon einen Pfeil abbekommen. Ich glaube, der da. Na gut, aber der hier wird eh da stehen bleiben, weil er weiter schießen will. Also können wir uns auch merken, dass wir den angegriffen haben. So, zaubern. Kampf. Fulminictus. Auf den. Also die drei hier im unteren Bereich des Spielfelds sind schon angeschlagen. So, sie ist jetzt aber nah dran. Beherrschung. Wir könnten jetzt ganz kurz mal den Bambaladin ausprobieren. Also der Schurke hier hat zwar schon Schaden genommen, aber ich will einfach mal testen, wie das funktioniert. Misslungen. So viel dazu. Angriff aggressiv. Angriff aggressiv. Und du haust einfach auf irgendeinen ein. Das ist vollkommen egal. Du musst nur Schaden fressen. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Okay, du zauberst weiter. Kampf. Fulmen wieder auf den. Das heißt, nächste Runde machen wir da keinen Bambaladin mehr drauf, denn der Typ ist eh schon fast tot. Der hat jetzt, glaube ich, schon 26 Schaden genommen. Kampf. Fulmen. Misslung. Gegenstand wechseln. Zaubertrank stark. Gegenstand benutzen. Und er flieht sehr schön. Sehr, sehr schön. Du gehst dahin. Abwarten. Alte Option war angreifen, ne? Schön. Das finde ich ganz praktisch, dass man hier unten immer einfach alte Option drücken kann. Das macht den Kampf noch einen Ticken schneller. Vor allem bei den Kämpferklassen. Die machen ja halt nichts anderes, als einfach immer den letzten Charakter anzugreifen. So. Der Schurke hier vorne, wo alle drei drumherum stehen, hat schon ein paar Schadenspunkte genommen, aber noch nicht wirklich viele. Also probieren wir jetzt nochmal Bambaladin. Misslungen. Entweder machen wir da irgendwas falsch, oder die Talentprobe ist recht schwer. Vielleicht, weil es mitten im Kampf ist. Also eigentlich aus dem Pen and Paper kenne ich das nur, dass man das macht, wenn man irgendjemanden überzeugen will. Also in einem Gespräch oder so. Und nicht mitten im Kampf. Aber ja. So, du stehst nicht mehr günstig. Geh mal dahin. Und warte ab. So. Draufhauen. 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 Komm schon. Ich will einen der Elfen haben. Ups. Keine Astralenergie mehr. Gegenstand wechseln. Sie hat keine Zaubertränke mehr. Okay, dann Waffe wechseln. Rapier und Rufda. Ruhig aggressiv. Wenn ich aggressiv vorgehen, werden wir von denen überrannt. Alte Option. Gerogon trifft Gerogon. Das ist nicht gut. Du. Kampf. Fulminictus. Und der müsste jetzt entweder sterben oder fliehen. Hoffentlich also fliehen. So, letzter Versuch. Bambaladin. Wenn das jetzt nicht klappt, dann lasse ich den Zauberspruch erst, bis wir da ein paar Punkte mehr drauf haben. Ja, misslungen. Da hätten wir jetzt schon dreimal einen Fulminictus schmeißen können, wenn wir so viel Astralenergie hätten. Alte Option. So. Alte Option. Ha, erster richtiger Toter. Und der kriegt gut eins auf den Deckel. Dann mach doch mal sichern. Dann dürfte er noch seltener getroffen werden.
Ah, nein, ich habe vergessen, er hat doch den Heiltrank. Den hätte er trinken sollen. Ärgerlich. Kampfvollmen. Das ist doch gleich viel besser als so ein komischer Beherrschungszauber. Hm? So, wo gehst du hin? Du gehst jetzt dahin, um den zu treffen. Aber sobald er dran ist, wird er hierhin gehen wahrscheinlich. Aber das können wir jetzt nicht ändern. Geh dahin. Ja, es ist schade, dass hier im ersten Teil man noch nicht schräg angreifen und schräg zaubern kann. Später kann man wirklich so hierhin zaubern. Und man sieht dann so eine gestrichelte Linie bis zum Charakter. Das ist ganz praktisch. So, abwarten. Alte Option. Der andere könnte doch richtig laufen. Waffe wechseln. Säbel oder Speer. Jemand meinte, Speer wäre gar keine Nahkampfwaffe, sondern eine Fernkampfwaffe, eine Wurfwaffe. Aber ich denke, man kann sie trotzdem im Nahkampf verwenden, ohne Mali. Das probieren wir einfach. Zu nah. Nee, geht wohl doch nicht. Dann halt den Säbel. Nächste Runde. Und er flieht. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt nur noch drei Schurken. Was den... Nein! Ja. Schießen? Hast du den Bogen in der Hand? Nee, du hast dein Rapier. Schade. Na gut, Langbogen und stell dich schon mal richtig hin. Das wäre nämlich da. Du gehst dahin und schlägst auf den da ein. Aggressiv. Du auf den da auch aggressiv. Ja, doch, das sieht schon wesentlich besser aus als im letzten Kampf. Auch wenn wir sehr viele, sehr teure Ressourcen verschwendet haben, in Anführungszeichen, also die ganzen Zaubertränke. Und mal gucken, was aus Tirik wird. Der wurde ja niedergeschlagen. Das kann übel enden. Aber da werden wir sofort nach dem Kampf ihm entweder den Heiltrank einflößen, wenn das geht, oder Heilkundenwunder anwenden. Das wäre natürlich auch ärgerlich. Er überlebt den Kampf und stirbt dann an Yallens Heilkünsten. Die hat ja schon ein paar Mal 6 Schadenspunkte oder so verursacht. So, jetzt können wir auch auf Computerkampf umstellen. Keine Magie. Denn es geht jetzt eigentlich nur darum, drauf einzuprügeln. Außer, dass Talana sich mitten in den Weg gestellt hat. Ich glaube, später in dem zweiten und dritten Teil konnte man noch einstellen, dass Charaktere irgendwann fliehen. Momentan sieht mir das ein bisschen zu gefährlich aus. Ich breche den Kampf mal kurz ab. Den Autokampf. Und schicke Talana mal weg. Damit sie mindestens ein paar Runden braucht, um zurückzukommen. Du sollst angreifen. Den da. Achso, weil es der Autokampf war, gibt es keine alte Option mehr. Da hinten hin. Also ich könnte sie auch ganz vom Spielfeld runternehmen, aber ich glaube, dadurch wird erstmal die Gruppe aufgeteilt. Und ja, das geht. Und sie kriegt keine Erfahrungspunkte. Das wäre ja nicht so toll, da das ja gerade ein größerer Kampf hier ist. Nicht nur wegen der Anzahl an Räubern, sondern auch, weil er anscheinend wichtig ist für die für den Spielverlauf. Und solche Kämpfe kriegen dann öfters mal einen Bonus an Erfahrungspunkten. So, Talana ist jetzt 3 Züge entfernt. Das heißt, wir können wieder Computerkampf machen. Nein, keine Magie. Und er flieht. Und der wird umkreist und niedergeprügelt. Ach gut, Gerogon war schneller als sie. Sehr, sehr schön. Wir haben eine Orknase. Das ist eine Axt, die kommt gleich mit. Skraja, Goldschmuck. Das kommt auf jeden Fall mit. Ein Schlüssel für irgendwas. Rapier, Skraja, das sind alles tolle Sachen, die man verkaufen kann. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, wir werden nicht genug Platz haben. So, Dolch, Weinflasche, das kann alles hier bleiben. Und 5 Dukaten. 50 Abenteuerpunkte, sehr schön. So, Tirik, wie schaut es bei dir aus? 3 Lebenspunkte und bewusstlos. Oh, weia. Na gut, das speichern wir jetzt erstmal ab.
Auch wenn wir dieser Folge nicht allzu viel geschafft haben, außer den Kampf. Aber das... Hey. Aber das reicht ja auch. Ich wollte speichern. Danke. LP008. So, und gleich verarzten wir Tirik und schauen uns mal hier in dem Raum um. Hier war noch irgendwo eine Kiste. Also bis gleich.